Vor kurzem wurde die neue Drehleiter in der Stadt Mariazell eingeweiht. Wir waren dabei und bekamen auch viel Prominenz vors Mikrofon. Also ich kann den Mariazellern nur gratulieren, dem Bürgermeister und den Feuerwehrkommandanten. Es ist eine wahrlich wichtige Investition. Wir haben hier nicht nur eine wertvolle Basilika, sondern auch viele Menschen, die in höheren Stockwerken wohnen. Und eine Drehleiter gibt nun mal diese Sicherheit. Und wenn man bedenken müsste, dass eine Drehleiter aus Kapfenberg, aus Bruck doch eine gute Stunde hier reinfährt, kann schon wirklich ein großes Malheur passiert sein. Und damit hat man also mit dem heutigen Tag hier ein großes Stück Sicherheit geschaffen. Da hat sich die Finanzierung dieser 700.000 Euro teuren Leiter, zwei Drittel des Landes oder des Feuerwehrverbandes und ein Drittel hat das Land dann zusätzlich noch dazugegeben, damit die Stadtgemeinde hier auch budgetär entlastet ist. Also die Finanzierung ist Gott sei Dank gut gelungen und es ist mehr oder weniger ein großes Geschenk des Landes an unseren wichtigen Wallfahrtsort. Es ist in den Reden ja schon erklärt worden, eine riesengroße Region, die mit diesem Stützpunktfahrzeug abzudecken ist und natürlich die Basilika ist das Wichtigste. Die Finanzierung ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Landesfeuerwehrkommando und Land Steiermark bzw. Stadtgemeinde Mariazell. Und ich sage einmal, in der Gemeinschaft, wenn sie alle einig sind, sind solche Investitionen möglich. Ja, beides ist sehr wichtig, weil es zwei wesentliche Dinge zusammenbringt. Das eine ist die gute Ausrüstung der Feuerwehr. Wir brauchen Ausbildung, Ausrüstung. Wir brauchen ein gutes Gerät, um den Menschen helfen zu können. Und da können wir vieles tun und vieles machen, um Menschen zu schützen und zu retten. Das zweite ist aber, es gibt einen Bereich, der ist unserem Einfluss völlig entzogen. Es kann immer was passieren, es kann was geschehen. Wir haben nicht alles im Griff und daher brauchen wir auch Gottes Segen, dass wir von den Einsätzen gut nach Hause kommen, dass keine größeren Unglücke passieren in unserer Gemeinde, in unserem Land. Die Drehleiter ist auch für die Basilika ganz wichtig. Wir können mit dieser Drehleiter auf das Langschiffdach, also auf das Dach der Kirche, wir können beim Klostergebäude überall hinein, wir können seitlich zu den Fenstern, auch bei den Türmen in die erste Etage hinauf. Das ist ganz wichtig, sollten wir dort einmal einen Dachstuhlbrand haben. So eine Drehleiter ist für mich, das gesamte Mariazeller Land extrem wichtig. Wir haben Einsatzzeiten von über einer Stunde im Sommer und natürlich noch länger in den Wintermonaten, wo die nächsten Drehleiterstützpunkte sind. Und wir haben Gott sei Dank die Finanzierung jetzt auf Schiene gebracht, dass wir selbstständig so eine Drehleiter für das gesamte Mariazeller Land und auch für das benachbarte Niederösterreich bekommen haben. Ja, die Drehleiter ist für mich als Kommandant sehr wichtig. Wir sind in einer Region, wo wir eine Stunde brauchen, bis wir Hilfe von auswärts bekommen. Das heißt, die Drehleiter, die nächste wäre in Kapfenberg, der fährt eine Stunde nach Mariazell. Also wir haben die Basilika Mariazell und wir sollen nicht nur die Basilika, auch die Hotels, auch die Privatpersonen sollen wir und müssen wir schützen. Die Bauzeit war ein Jahr und die Kosten haben sie bei 700.000 bewegt. Diese Drehleiter wurde von der Firma Magirus Law aufgebaut. Es ist ein Mercedes Altego 1630F mit 300 PS, also wirklich ein starkes Fahrzeug, hat eine Arbeitshöhe von 32 Meter, also für uns, fürs Mariazellland, absolut perfekt. Die Drehleiter war schon mehrmals im Einsatz, Mariazell herinnen bei Brände, in Seewiesen beim Sporthotel, wo ich 2 Tage eingesetzt war, auch bei Menschenrettung war sie schon im Einsatz, Türöffnung immer mit, also wir haben schon einige Menschenleben retten können.